Nachdem ich endlich Dragon Age Origins durchgespielt habe, hat es mir wirklich krass in den Fingern gejuckt, direkt mit Dragon Age 2 weiterzumachen. Nicht nur hatte ich sehr viel Bock, sondern es eilte auch, weil Velgard rückt immer näher. Also habe ich mir natürlich Dragon Age 2 auch direkt geschnappt und angefangen zu spielen. Und boy, wir haben einiges zu besprechen, was dieses Spiel angeht. Vor allem hat es mich interessiert, wie sich die IP von einem modernen CRPG zu dem, was wir heute haben, verändert. Das Spiel startet recht zackig. Wir suchen uns aus, was für eine Klasse und Geschlecht spielen wollen. Dann können wir zwischen einem Magier, Kämpfer und einem Schurken auswählen. Danach geht es direkt los in Ferelden. Wir sind mit unserer Familie auf der Flucht, da die dunkle Brut immer mehr von Ferelden verschlingt. Es spielt also während der Zeit, als unser Origins-Charakter sich gerade noch um das Problem am Kümmern ist. In unserem Fall haben wir den Hintergrund eines Soldaten und können uns daher einigermaßen gut gegen die angreifende dunkle Brut wehren. Von unserer Familie, bestehend aus einer jüngeren Schwester, Bruder und unserer Mutter, können zumindest unsere Geschwister kämpfen. Unser Bruder kämpft als Krieger und unsere Schwester ist eine abtrünnige Magierin und hilft dementsprechend mit Magie. Das so ziemlich erste, was wir machen, ist das Kämpfen, also wollen wir auch einfach mal darüber sprechen. Generell will ich schon mal vorwarnen, dass ich immer wieder Vergleiche zu Origins machen werde, da sich durch den Vorgänger natürlich eine gewisse Erwartungshaltung etabliert hat. Doch bevor wir jetzt richtig mit der Review loslegen werden, möchte ich einmal über die Videos selbst sprechen. Momentan machen mir die ganzen Sachen zu den Reviews echt Spaß und ich gebe mir Mühe, wie seit langem nicht mehr für Videos. Natürlich ist noch nicht alles perfekt und ich versuche mich mit jedem Video zu verbessern. Aber falls euch Reviews in dieser Form gefallen, dann würde es mir die Welt bedeuten, wenn ihr ein Like und ein Abo da lassen würdet. Aber jetzt weiter mit Dragon Age. Wo waren wir? Ach ja, kämpfen. Wir werden in den Kampf losgelassen und mich wundert eine Sache direkt. Wir sind nämlich voll ausgestattet mit Skills und alles drum und dran. Zudem sehen wir ganz rechts zwei Kreise, ein roter Kreis und ein goldener. Der rote Kreis steht für Heiltränke und der goldene für Ausdauertränke. Während wir Ausdauer auch schon in Origins benutzt haben, kann ich mich gar nicht daran erinnern, ob wir dafür Tränke hatten oder nicht. Aber cool, dass wir das direkt auf der Leiste haben und es auch direkt ins Auge fällt. Jetzt wollen wir aber auch mal draufhauen und damit kommen wir zu den ersten Problemen, zumindest in meinen Augen. Während wir in Origins schön taktisch unsere Figuren bewegt haben und es ein schön anzusehender blutiger Kampf mit Werten und Skills wurde, so machen wir jetzt blitzartige Bewegungen, die eher an einen Zeichentrick erinnern, als die schönen Angriffe aus Dragon Age Origins, bei der wir bei jedem Schlag die Kraft dahinter sehen konnten. Jetzt hauen wir locker aus dem Handgelenk mit unserem Zweihänder auf die Gegner und machen auch so komische Geräusche dabei. Wie ein Zweihänder, der auf Rüstung und Waffen und Fleisch trifft, hört sich hier nichts an. Zudem sehen die Hurlocks auch weniger wie die dunklen Monster aus dem Vorgänger aus. Die sehen deutlich menschlicher aus, viel sauberer als zuvor. Generell kann ich schon vorab sagen, dass sich Dragon Age 2 deutlich weniger taktisch anfühlt. Entscheidungen im Kampf wie die richtige Positionierung oder den richtigen Zauber zur rechten Zeit fühlen sich nicht mehr wichtig an. Ich habe das komplette Spiel als ziemlich einfach empfunden und nicht nur einfach, sondern auch einfacher als Origins selbst. Während wir schon vom Aussehen sprechen, können wir auch fix über die Grafik sprechen. Während es grundsätzlich wie Origins aussieht, so sieht es dennoch etwas hübscher aus. Klar, noch sind wir in irgendeiner Einöde, aber es fällt schon auf, dass Dragon Age 2 besser aussieht. Da wir das Wort Problem in den Mund genommen haben, können wir auch von technischen Problemen sprechen, die scheinbar auch noch bei Dragon Age Inquisition vorkommen können. Es kommt nämlich immer wieder vor, dass ihr das Spiel nicht starten könnt, wenn ihr es zum Beispiel auf Steam habt. Der Bug ist, dass wenn ihr das Spiel über Steam starten wollt, dass dann der EA-Launcher ehemals Origins gestartet wird und dann das Spiel. Es kann dann passieren, dass ihr für eine Sekunde das Spiel seht und es danach crasht. Schuld an der Sache ist EA. Der Prozess EA Background Service macht Probleme und lässt euer Spiel abstürzen. Ihr müsst das Spiel einmal starten, abstürzen lassen und dann über den Task Manager den EA Background Service Prozess beenden. Es klappt leider nicht immer sofort und man muss es im Zweifel ein paar Mal ausprobieren und immer wieder den Prozess beenden. Manche schwören darauf, dass man dann zuerst einmal den EA-Launcher einmal so öffnen muss, nachdem der Prozess beendet wurde. Andere sagen wiederum, dass man den Prozess immer beenden muss und dann versuchen muss, Dragon Age 2, das Fenster davon, als Vordergrundprogramm laufen zu lassen und nicht rauszutemmen. Ein Reddit-Link dazu packe ich mal in die Fußnoten.
Zurück zum Gameplay, weil wir noch nicht mit den Beschweren fertig sind. Wisst ihr noch, wie wir in Origins als fucking grauer Wächter am Anfang des Spiels mit Alistair, einem ehemaligen Pseudotempler und auch grauer Wächter, einem weiteren Soldaten und mit einem Magier vom Zirkel uns den Turm hochgekämpft haben und einen monströsen Ogre mühevoll zu viert besiegt haben, um die Feuer zu entfachen? Und ich denke, jeder mit einem Schwert wird sich erinnern, wie dieser Ogre gestorben ist. Man läuft auf ihn zu, springt hoch und rammt das Schwert durch seine Brust gegen, zieht dein Schwert wieder raus und springst triumphierend zurück. Am Anfang von Dragon Age 2 kämpfen wir auch direkt gegen einen Ogre, welcher von Hurlocks begleitet wird. Nicht nur bezwingen wir ihn ohne Mühe und quasi alleine, sondern wir sehen die Kill-Animation auch nur als Sequenz und nicht flüssig im Spiel. Hat wir Kill-Animation gesagt, die schönen Finisher aus Origins gone. Es gibt zwar Momente, dass ein Gegner besonders stirbt, aber das sieht dann so aus, als wäre meine Figur in einem der alten Lego Star Wars Spielen gestorben und dann in seinen Einzelteilen zerfallen. Ich finde das unfassbar enttäuschend und es lässt mich fürchten, was man sonst noch für Änderungen in der Designphilosophie gemacht hat. Reden wir dann auch noch fix über Skills und Taktiken. Die Skills wurden runterreduziert auf nur die Kampfskills. So etwas wie Alchemie, Giftmischen, Schlösserknacken und so weiter gibt es in dieser Form nicht mehr. Reduziert ist vielleicht auch das falsche Wort, weil die tatsächlichen Skills scheinen erweitert zu sein. Grundsätzlich ist es alles, was wir aus Dragon Age Origins kennen. Weil ich wieder einen Zweihänder nutzen werde, kommt mir die ganzen Skills sehr vertraut vor, weil sie eben teils auch die gleichen Skills sind. Hier gibt es aber eine Sonderheit, dass es deutlich mehr passive Skills gibt, die zum Teil bestimmte Fähigkeiten verstärken. So ziemlich jeder aktiver Skill hat zum Beispiel zwei passive Skills, womit wir uns quasi spezialisieren können. Dann zu den Taktiken, aber das ist wirklich gleich geblieben. Es scheinen noch ein paar Templates zu geben, welche für den Anfang vor allem bei den Begleitern dir etwas Arbeit abnehmen, aber sonst bleibt es bei, wenn X passiert, dann mache oder nutze Y. Euch ist vielleicht aufgefallen, dass ich noch nichts von der Charaktererstellung erzählt habe. Rasse, Aussehen und so weiter. Das liegt daran, dass sie bis dahin nicht vorkam. Das und warum wir beim ersten Mal kämpfen voll mit Skills waren, lässt sich nämlich erklären. Das, was wir als Spieler erleben, ist storytechnisch schon alles passiert. In einer Story-Sequenz sehen wir nämlich, wie ein uns unbekannter Zwerg von einer Menschenfrau verhört wird. Reden wir ganz kurz über den Zwerg. Sein Name ist Varric und er ist einer der coolsten Begleiter, die ich je erlebt habe. Er ist gegebenenfalls auch das Beste, was Dragon Age 2 passiert ist. Und das meine ich noch nicht mal negativ gemeint gegenüber dem restlichen Spiel, aber Varric ist einfach echt genial. Und wer Varric sagt, der muss auch Hawk sagen. Wer zum Teufel ist Hawk, fragt ihr euch bestimmt. Ganz einfach. Wir sind Hawk. Unsere Figur hat nämlich nicht nur einen Namen, mit dem wir auch immer angesprochen werden, sondern wir haben auch eine ganz eigene Stimme. Wenn wir etwas in einem Dialog auswählen, dann sagen wir das auch selbst. Und wir machen auch beim Gruppenquatsch mit, wenn jemand auf die Schippe genommen wird. Und auch keine Sorge, wir kommen auch noch zur richtigen Charaktererstellung. Aber hier stellen wir nur wirklich unser Aussehen zusammen, nehmen uns noch einen Vornamen und können auswählen, welche Story-Ereignisse in Origins passiert sind oder laden sie aus unserem eigenen Spielstand von Origins hoch. Wir wählen aber keine Rasse aus. Wir sind immer Hawk, der Mensch. Nichts mit Elfen oder Zwergen und ich denke, das hängt stark mit der Story zusammen. Und nun geht es auch richtig los mit uns als Champion. Ja, Champion. Da die Story-Ereignisse aus Dragon Age 2 in den Story-Sequenzen mit Varric bereits passiert sind, wissen wir, dass wir diesen Titel tragen werden, aber dennoch scheint die Kirche, zu der die Verhörerin gehört, nicht ganz freundlich gegenüber uns zu stehen. Was Dragon Age 2 schön und auch interessant macht, ist, dass wir immer wieder Figuren aus Dragon Age Origins begegnen und teilweise fragen wir uns, huch, wie das denn? Wie zum Beispiel bei der ersten uns bekannten Figur, Flameth, Hexe und Mutter von Morrigan. Aber ich habe Flameth getötet, höre ich euch rufen und ich habe genau das gleiche gedacht. Aber vertraut mir, es macht im Laufe der Story etwas Sinn. Ich will sie jetzt auch nur einmal erwähnt haben, weil sie direkt Hilfe für uns und unsere Begleiter ist, um zur Stadt namens Kirkwall zu fliehen. Kirkwall ist eine weit entfernte Stadt außerhalb von Ferelden und wir fliehen nicht nur dorthin, weil dort keine dunkle Brut sein soll, sondern weil unsere Familie aus dieser Stadt stammt und sogar ein Adelsgeschlecht sein soll. In Kirkwall selbst häufen sich die Probleme an, aber wir sollen unseren Onkel treffen, der in der Stadt lebt und der Bruder unserer Mutter ist. Wie das alles schlussendlich klappt, das erfahrt ihr dann am besten selbst. Jetzt reden wir mal über Kirkwall und die Probleme dieser Stadt. Es dreht sich nämlich nur um die eine Sache, nämlich um den sich immer weiter verschärfenden Konflikt zwischen den Templern, welche die Stadt und die sogenannte Galgenburg besetzen und die darin lebenden Magier des Zirkels. Zum Auffrischen, wenn jemand magiebegabt ist und in einem der Ländereien lebt, in welchem der Glaube an den Erbauer vorherrscht, wird man in den Zirkel der Magier gezwungen, aus Angst, dass sie sich nicht unter Kontrolle halten, Blutmagie wirken und von Dämonen übernommen werden. Und in Kirkwall sind die Templer besonders paranoid und aggressiv am Vorgehen.
Magier sind wahrhaftige Gefangenen in der eigenen Stadt. Beim kleinsten Verdacht oder Auffälligkeiten werden die Magier besänftigt, also ihre Magie und Emotionen beraubt. Sie stellen dann zwar keine Bedrohung mehr dar, laut den Templern, aber sie haben sich dann auch selbst als Person dafür verloren. Unsere Schwester, eine abtrünnige Magierin, freut sich daher besonders viel, in dieser Stadt zu sein. Dieses Problem ist der Dreh- und Angelpunkt der Story und wird uns durchgehend begleiten. Aber fangen wir erstmal klein an. Wir wollen nämlich bei einer Zwergenexpedition mitmachen, der zu den tiefen Wegen will. Mich schaudert es zwar, wenn ich wieder an diesen Ort denke, aber wenn unsere Figur das will, dann ist das halt so. Wir werden aber straight up abgelehnt als Begleitung, obwohl wir in der Stadt mittlerweile einen gewissen Ruf haben. Aber ein weiterer Zwerg will uns helfen, dass wir doch noch mitkommen. Und dieser Zwerg ist nicht nur der Bruder vom Expeditionsführer, sondern Varric. Endlich treffen wir ihn und damit beginnt endlich das richtige Spiel für uns. Zu diesem Zeitpunkt ist ein ganzes Jahr vergangen, die dunkle Brut wurde bezwungen und in unserem ausgewählten Ende hat sich die Spielfigur beim Erzdämon geopfert, Ferelden gerettet und Alistair wurde neuer König von Ferelden. Unsere Begleiter haben sich alle ein wenig eingelebt und unsere Schwester und wir selbst wollen uns für die Expedition 50 Sovereigns, also Goldstücke, ansparen. Hierbei können wir direkt sagen, während sich das erstmal nach viel anhört, so sind 50 Goldstücke bei weitem nicht mehr so viel wert wie in Origins. Während wir in Origins einzelne Goldstücke schon gut ansparen mussten, so sind die 50 Goldstücke in diesem Teil sehr schnell zusammengesucht. Dafür machen wir ganz einfach Aufträge, looten natürlich unsere Gegner und verkaufen überschüssige Ware. Neben den Aufträgen, also richtigen Quests, gibt es wieder so Nebenaufgaben, die wir ohne großes Drumherum einfach erledigen können. Diesmal müssen wir nicht mit einem Repräsentanten einer Fraktion sprechen, sondern wir finden Gegenstände unterwegs und kriegen dann Markierungen, an denen wir dann diese Aufgabe abschließen können. Da ich vorhin Waren erwähnt habe, will ich mal kurz anmerken, dass ich es auch etwas schade finde, wie man nun nicht mehr Händler aufsucht, mit ihnen ins Gespräch gehen kann und unter anderem handeln kann, sondern wir gehen an feste Stände, klicken dort eine Truhe an und kaufen oder verkaufen. Das ist auch wieder einer dieser feinen Details, bei welcher BioWare sich entschieden hat, das einfach zu streichen und ich verstehe einfach nicht warum. Ich weiß, dass Dragon Age 2 sehr zeitnah nach Origins erschienen ist, um an den Erfolg anzuknüpfen, aber vor allem dann sollte man doch nicht diese Details rausnehmen. All die Dinge, die Origins besonders gemacht haben und dafür gesorgt haben, dass sich die Welt und das Leben in Ferelden sich lebendig angefühlt haben. Für die Quest bewegen wir uns übrigens über die Stadt. Wir haben zwei Pseudo-Oberweltkarten, einmal für die Stadt selbst und einmal für außerhalb der Stadt. Während wir aber nicht mehr durch das ganze Land reisen, so ist alles in der näheren Umgebung. Neue Orte tauchen dann auf, wenn wir mal wegen einer Quest dorthin müssen. Generell soll es aber gesagt sein, dass sich wirklich das meiste innerhalb der Mauer von Kirkwall abspielt. Wir sind zwar immer wieder mal draußen, aber weder sind die Gebiete draußen so abwechslungsreich wie in Origins, noch sind wir wirklich lange dort. Und ja, es wird keine Überraschung sein, aber wir werden tatsächlich nochmal die tiefen Wege besuchen. Aber habt keine Angst, meine Freunde. Diesmal wird es nicht so lang und nicht so schlimm, wie es in Origins noch der Fall war. Ich weiß, langsam muss ich mich richtig negativ anhören, aber eines muss ich mir an dem Punkt nochmal von der Seele reden, nämlich das Reisen durch die Gebiete. Während wir in Origins noch viele verschiedene Orte besucht haben, die immer wieder unterschiedlich aussehen konnten, so gehen wir hier wirklich das ganze Spiel irgendwann nur noch durch die exakt gleichen Gebiete. Es werden auch nicht wirklich neue Wege geöffnet, sondern wir laufen wirklich den gleichen Weg, 1:1, immer wieder neu, wenn wir wegen einer Quest da sind, um an den gleichen Stellen Sachen zu erledigen. Und wäre das nicht genug, so kämpfen wir immer wieder durch die gleichen Gegnerhorden und das in den Dungeons, die immer den exakt gleichen Layout haben. Um es noch schlimmer zu machen, muss ich euch leider auch davon erzählen, dass die Gegner einfach random vor dir spawnen. In Origins kam es bei Verstärkung zumindest vor, dass sie plötzlich aus Türen krachten und dich dann angegriffen haben, aber hier spawnen sie wirklich einfach vor dir, ohne irgendetwas. Das Maximale, was wir bekommen, ist, wenn mal ein Skelett aus dem Boden hochkrabbelt, bevor es uns angreift. Zudem kommt es ab und zu mal vor, dass die Gegner-Kombi so random wirken. Wir wollen ein Banditenlager ausräuchern und was kommt plötzlich als Gegner? Skelette und Riesenspinnen. Skelette könnten vielleicht Sinn machen, wenn da ein Blutmagier dabei gewesen wäre, aber auch einfach so? Come on. Reden wir aber wieder über positive Punkte. Zum einen hat Dragon Age 2 unfassbar gute Musik. Zum anderen können die Dialoge anders ausgespielt werden, je nachdem wer uns begleitet. Wenn wir zum Beispiel einen entlaufenden Magier überzeugen wollen, dass wir ihm nichts Böses wollen und unsere Schwester dabei ist, so können wir sie dazu auffordern, für uns zu sprechen. Und warum sollte ein Abtrünniger nicht einer anderen Abtrünnigen glauben?
Apropos Begleiter, während wir in Origins unsere Begleiter noch komplett ausrüsten mussten, so müssen wir es nicht mehr komplett machen. Sie haben immer ein festes Rüstungsset und nur die Waffen und Accessoires werden von uns ausgewählt. Ihre Rüstungen können wir upgraden, indem wir bestimmte Items für diese Rüstung finden oder kaufen. Diese Upgrades sorgen dafür, dass die Rüstung dann mehr Werte hat oder bessere Werte oder Sockelplätze bekommt. Und für die Sockeln haben wir genau das richtige Zwergenduo wieder am Start für unsere Verzauberungen. Und um über unsere Gefährten auch mal zu sprechen, können wir definitiv sagen, dass wir wieder echt viele haben und overall alle recht angenehm sein können und ihre eigenen kleinen Traits haben. Und mal mehr und mal weniger werden sie auch in der Story mit eingebunden und spielen ihre eigene Rolle in den Geschehnissen rund um den Champion und Kirkwall. Und falls ihr mein Dragon Age Origins Video gesehen habt, dann wisst ihr vielleicht, dass ich es mir dort mit den Begleitern etwas verscherzt habe und mich kaum um sie gekümmert habe, weil ich davon ausging, wenn es Begleiterquests gibt, dass sie dann auf mich zukommen würden. Im zweiten Teil muss ich davor keine Angst mehr haben. Sie melden sich früh genug, wenn irgendetwas ist. Um ehrlich gesagt, besteht gefühlt die Hälfte aller Quests aus Begleiterquests. Die restlichen sind feste Story-Quests und dann gibt es hier und da nochmal normale Nebenquests. Würde ich mich in Dragon Age 2 nur auf die Story-Quests stürzen, dann würde das sicher eine halbe Speedrun-Erfahrung werden. Da wir jetzt echt lange nicht mehr gemeckert haben, wird es mal wieder Zeit für Beschwerden. Wenn wir durch die Stadt gehen, dann haben wir einen Tag- und Nachtzyklus, den wir frei bestimmen können, wenn wir ein neues Gebiet betreten. Übrigens sind einige Quests auch nur in einer bestimmten Tageszeit möglich, aber das mal nur nebenbei. Wenn wir in der Nacht unterwegs sind, werden wir immer wieder von unterschiedlichsten Fraktionen angegriffen. Immer und immer und immer wieder und es hört nie auf. Sprich, wir brauchen immer eine Ewigkeit mit belanglosen Kämpfen, einfach weil wir von A nach B wollen. Ich habe locker deutlich mehr Stunden im Spiel gebraucht, einfach weil diese Gegnerhorden urplötzlich in der Stadt gespawnt sind und mir auf den Sack gehen wollten. Manchmal erwähnen deine Begleiter, dass die Straßen unsicher sind und sie deuten indirekt an, dass man die Straßen davon befreien könnte, aber entweder ist es nur ein 0815-Satz in der Nacht oder mit die Straßen vom Bösen befreien funktioniert nicht richtig. Dafür ist der Gruppenbanter immer sehr großartig und teilweise richtig dynamisch. Vor allem mit Varric in der Gruppe hat man immer wieder etwas zu lachen, weil sie sich gegenseitig Hops nehmen. Ich würde sogar sagen, dass es teilweise besser ist, als wie bei den Gesprächen zwischen Alistair und Morrigan. Aber nicht nur unsere Gefährten können glänzen. Dragon Age 2 strotzt tatsächlich von interessanten NPCs, sei es ein paar namhafte Templer, die im Verlauf der Story richtig sympathisch werden können, oder einzelne Nebencharaktere, die eigentlich eher für die Gefährten relevant sind, als für uns. Und nicht nur unsere normalen Menschen und Zwerge und Elfengefährten sind interessant, sondern auch die Kunari. In Dragon Age Origins gab es einen Kunari-Begleiter, der mich persönlich erstmal wenig interessiert hatte, aber in Kirkwall haben wir es mit recht vielen Kunaris zu tun. Und ich muss echt sagen, dass ich das Volk unfassbar cool und interessant finde. Man lernt richtig viel von ihnen, lernt von ihrer Kultur und wie ihre Sicht im Leben sind, was für sie wichtig ist und was nicht. Umso trauriger macht es mich jetzt schon, wenn ich an die Kunaris aus Velgard denke, die eher wie ein sehr falsch gelaufener Versuch aussehen, bei welchen man versucht hat, einen eigenen Tiefling oder so zu erzeugen. Ich glaube, ich habe echt noch niemand ein gutes Wort über das neue Kunari-Design sagen hören. Relativ am Anfang habe ich davon gesprochen, dass diesmal Berufsskills wie Giftmisch und Alchemie nicht mehr in der Form existieren, aber sie existieren weiterhin, nur in einer anderen Form. Wir haben nämlich ein richtiges Zuhause in Kirkwall und wenn wir eines der Berufsfelder freigeschaltet haben, dann haben wir die Möglichkeit, dieses von zu Hause aus zu tätigen. Ihr müsst euch auch keine Sorgen mehr um Ressourcen machen. Ressourcen habt ihr dauerhaft. Ihr müsst nur in der Welt meistens außerhalb der Stadt einmal die Ressource anklicken, wie zum Beispiel die Elfenwurzel, und dann habt ihr quasi einmal Elfenwurzel. Wenn ihr aber beispielsweise jetzt für etwas zwei Elfenwurzeln braucht, dann müsst ihr auch in der offenen Welt zwei Stellen mit Elfenwurzeln finden und anklicken. Danach habt ihr diese sich addierende Anzahl der Ressourcen und der Craft-Prozess kostet dann nur noch Gold. Was ihr alles craften könnt, hängt davon ab, welche Rezepte ihr kennt. Manchmal findet ihr welche unterwegs und manche bei Händlern. Generell empfehle ich, vor allem nach neuen Story-Abschnitten, die Händler immer wieder aufzusuchen, da sie meistens dann auch neue Waren auf Lager haben. Je weiter wir im Spiel vorankommen, desto mehr positive wie auch negative Aspekte fallen mir auf. Eines der positiven Dinge sind wieder die Gefährten und wie sie miteinander interagieren. In Origins gab es ja schon schönen Banter, aber der zweite Teil bringt es gefühlt nochmal auf ein neues Level, da teilweise Gespräche, die früher geführt wurden, nochmal aufgegriffen werden und weitergeführt werden. Und wenn man aufgepasst hat, dann fällt das auf und zaubert zumindest mir ein Lächeln aufs Gesicht. Bei den negativen Aspekten muss ich leider wieder zu den Gegnern springen. In Origins war es zum Beispiel üblich, dass dich bestimmte Gegner in einer bestimmten Art und Weise angreifen konnten. Ogre haben dich gepackt und Spinnen haben dich im Zweifel angefallen und man musste dann mit CCs oder Stunts helfen. In diesem Spiel fallen mir leider nur zwei Bosse ein, die überhaupt so etwas haben.
Ein weiteres schönes Detail ist, dass du immer wieder mit Dingen interagieren kannst, die mit deinen Gefährten zu tun haben. Beispielsweise hast du in deinem Haus Dinge, welche von deinen Begleitern hinterlassen wurden, und dein Charakter spricht dann darüber und es fühlt sich richtig gut an, weil man merkt, dass hierbei Zeit vergangen ist und man mit den Figuren auch tatsächlich etwas erlebt hat. Mir fällt auf, dass ich viel Gutes über die Gefährten zu sagen habe und relativ wenig Gutes über die Kämpfe. Ich denke, für mich kristallisiert sich hier ganz klar, was hier unter anderem die Stärken und die Schwächen des Spiels sind. Übrigens hat Dragon Age 2 wieder ein paar kreative Quests, wie in Origins beispielsweise der Traum im Turm der Magi, auch wenn nicht im gleichen Umfang. Als Beispiel kriegen wir mal eine extra Szene als Varric in einem Anwesen und müssen angreifende Wellen anklicken, damit Varric sie schnell erschießen kann. Nicht allzu besonders, aber dennoch eine willkommene Abwechslung. Was leider auch wieder etwas merkwürdig wirkt, ist, dass wenn du in Kirkwall ankommst, dass du mit Nebenquests zugeschissen wirst. Ich habe gefühlt eine kleine Ewigkeit gebraucht, bevor ich wieder irgendetwas von der Hauptstory mitbekommen habe. Die Nebenquests selbst sind übrigens auch fast nie etwas Besonderes und sind immer relativ generisch. Das ist natürlich per se nichts Schlimmes, aber es wirkt merkwürdig, weil nach dem ersten Akt bekommst du so gut wie gar keine Nebenquests mehr. Von fast zu vielen zu gar keinen mehr, mal abgesehen von den Quests der Begleitern. In meiner Review zu Origins habe ich bereits darüber gesprochen, wie gut ich es finde, dass so etwas wie Familie implementiert wurde oder zumindest der Versuch unternommen wurde. In Dragon Age 2 spielt eure Familie eine wichtige Rolle und ich kann eine tatsächliche Verbundenheit zu den Familienmitgliedern spüren, welche ihre Höhe und Tiefen haben. Ich glaube tatsächlich daran, dass Dragon Age 2 die beste Implementierung einer Familie in einem Rollenspiel hat. Zu einem anderen Thema habe ich es zwar schon angeschnitten, aber reden wir nochmal über die Bosse des Spiels. Nach all der Zeit sind mir 4 Bosse in Erinnerung geblieben und sie sind per se okay bis gut. Ich glaube sogar, der Boss in den tiefen Wegen hat mir am besten gefallen, da er tatsächlich auch ein paar Mechaniken hatte. Aber trotz allem sind die Bosse alle sehr einfach. Vor allem beim Endbosskampf glaube ich fest daran, dass ich AFK hätte gehen können und ich hätte den Kampf locker geschafft und ich hatte nicht mal einen Highlight-Theme. Wenn wir von schwer sprechen, dann war ein Drachenboss für mich der schwerste Boss, aber auch nur, weil er scheinbar etwas buggy war. Wir greifen ihn an und nach einer gewissen Zeit fliegt er auf einen Felsen, an welchen wir nicht rankommen, und bombardiert uns mit Feuerbällen, die auch ordentlich Schaden machen. Ich musste die ganze Zeit hin und her rennen und hoffen, dass der Drachen mal wieder runterkam, obwohl meine Party tatsächlich versucht hat, den Drachen immer wieder zu erreichen. Zum Glück kam der Drache aber auch tatsächlich immer wieder runter, nur es hat relativ lang gedauert. Es wird mal wieder Zeit, über Varric, unseren Lieblingsbegleiter, zu reden, weil dieser kleine Racker stellt durchgehend Blödsinn an. Zum Beispiel gibt es im Unterviertel eine Taverne, in welcher man sich regelmäßig befindet. Dort erzählt Varric regelmäßig übertriebene Heldentaten von uns herum und wir können ihn sogar darauf ansprechen. Und damit ist es nicht genug. Nach einiger Zeit treffen wir auf den Straßen Leute, die an uns vorbeigehen und Sachen sagen wie: Ist es wahr, das? Und dann einer der Geschichten von Varric nachplappert: Ich liebe so etwas. Zudem ist es ein Segen, ihn bei den Quests dabei zu haben. Nicht nur wegen seinem Schaden oder weil er als Schurke Fallen entschärft und Schlösser knackt, sondern wegen seinen durchgehend dummen Kommentaren. Mal wollen wir zu jemandem nett sein und einen Gefallen erfüllen, und weil Varric das zu langweilig ist, läuft er uns hinterher und macht einen auf Baden und schmückt alles, was wir machen, mit Kommentaren aus. Ein anderes Mal kümmern wir uns um eine Adelsfamilie, die mit einem französischen Akzent spricht. Nachdem man mit ihnen fertig ist, äfft Varric den Akzent nach und macht sich über sie lustig, was für mich ein Highlight des Spiels war. Oh, aber der gehängte Mann ist so ein schmutziger Ort. Er ist schmutzig. Aber nicht nur unsere direkten Gefährten sind interessant gestaltet, wie ich ja schon einmal mit den Inquisitoren erwähnt habe. Es kommen immer wieder NPCs vor, mit welchen man immer wieder zu tun hat und teilweise sich auch richtig entwickeln. Während einer der Wendepunkte der Story treffen wir nämlich kurz auf graue Wächter, welche auf der Durchreise waren. Wegen dem Wendepunkt war die Situation gerade etwas heikel und die grauen Wächter meinten dazu nur, dass sie liebend gerne helfen würden, aber zum einen könnten sie nicht helfen wegen ihrer Neutralität und zum anderen müssen sie ihre Mission mit Dringlichkeit erfüllen, da sonst eine riesige Katastrophe für jeden passieren würde. Es ist nicht nur schön, wieder graue Wächter zu sehen, sondern es gibt mir ein Gefühl, dass sich die Welt nicht nur um uns selbst dreht, sondern außerhalb von Kirkwall noch viel am Passieren ist. Wieder ein Gefühl, dass die Welt lebendig ist. Wendepunkt ist übrigens auch ein guter Stichpunkt, weil davon bekommen wir einige während der Story und sie gelten immer als neuer Storyabschnitt. Vergesst also nicht, euren örtlichen Händler aufzusuchen. Nicht nur sind die Wendepunkte per se recht cool und sorgt immer wieder für Action, sondern es läutet auch irgendwann das Ende des Spiels ein und darüber möchte ich jetzt sprechen.
Wie man es eventuell gemerkt hat, habe ich Storypunkte so gut wie gar nicht angesprochen, da ich versuchen möchte, das Video so spoilerfrei wie möglich zu halten. Auch jetzt zum Finale werde ich nur grob darauf eingehen. Der Wendepunkt, welcher das Storyende einläutet, ist ein richtiger Knall. Nicht nur kam es für mich ein wenig unerwartet, sondern es hat die politische Lage in Kirkwall maximal eskalieren lassen. Jetzt gilt es, schnell einige Entscheidungen zu treffen. Je nach Entscheidung bekommt ihr unterschiedliche Konsequenzen und wie in Origins kann es dazu führen, dass sich Begleiter von euch abwenden oder sogar sich gegen euch stellen. Ich weiß jetzt leider aber nicht, ob hierbei auch wichtig ist, wie sehr der Begleiter euch dafür mögen muss. Stimmt, darüber haben wir ja noch gar nicht gesprochen. Die Begleiter haben wieder ein Beziehungssystem und je nachdem, wie ihr gehandelt habt, kann eine Freundschaft oder eine Rivalität entstehen, was sogar wieder Perks mit sich bringt im Talentbaumabschnitt eures jeweiligen Begleiters. Das Finale ist viel Kämpfen, immer wieder werden euch Gegnerwellen entgegengeworfen, aber allgemein dauert es nicht so lange wie die Schlacht um Denarim. Es kommen ein paar Bosskämpfe vor, aber wie gesagt, diese sind jetzt nicht die Welt und ihr habt echt genug Unterstützung bei euch. Wie in Origins seid ihr nämlich beim Ende nicht auf euch alleine gestellt und habt nicht nur storytechnische Unterstützung, sondern auch tatsächliche Unterstützung, die euch im Kampf hilft. Und so trifft schlussendlich auch das Ende des Spiels ein. Wir wechseln wieder zu Varric und seinem Verhör und er erzählt diesmal unsere richtige Geschichte und wie diese geendet ist. Ich will nicht zu viel dazu sagen, weil es ein Spoiler sein könnte, aber ich denke, es öffnet ganz gut die Tür zur Inquisition, so viel sei gesagt. Inquisition wird übrigens das nächste Spiel sein, auf welches ich mich stürzen werde. Während ich gerade das Skript hier am Schreiben bin, haben wir den 13.10., also bin ich mal gespannt, ob ich das auch alles bis zu Velgard noch schaffe. Das war das Spiel, doch wie fand ich es denn als Gesamtpaket? Ehrlich gesagt bin ich mir nicht zu 100% sicher. Ich weiß, dass für viele Leute der zweite Teil verrufen ist, aber so schlimm fand ich es definitiv nicht. Es ist sehr schade, dass sie viele Details im Spiel entfernt haben, die in meinen Augen Origins teilweise so besonders gemacht haben. Da hilft es auch nicht, dass man gefühlt nur in einer so kleinen Ingame-Welt wie in Kirkwall lebt. Kirkwall ist per se nicht klein, es kann sogar recht weitläufig sein und dann kommen ja auch noch die Außenareale dazu. Aber es wirkt immer wieder wie das Gleiche. Man läuft dutzende Male die gleichen Wege hoch und runter und schmeißt dir dabei auch noch unendliche Gegnerhorden entgegen, welche auch mal um die plus 20 Gegner sein können. Generell war das mit den Laufwegen und den Gegnern so ziemlich der Punkt, der mich langfristig am meisten genervt hat. Es hat sich am Ende einfach nur noch so angefühlt, als hätte man versucht, mehr künstliche Spielzeit zu generieren. Vielleicht hatte man ja Angst, dass es zu kurz sein könnte. Für Dragon Age 2 habe ich ungefähr 27 Stunden gebraucht und da ist teilweise auch einiges an Downtime mit drin, in welcher ich was anderes gemacht habe. Und ich habe meines Wissens nach nicht gerusht. Ich habe mir jeden Dialog angehört und jede Quest gemacht, die ich gefunden habe und ich habe mich um jeden Begleiter gekümmert. Zum Vergleich, ich habe für Dragon Age Origins 46 Stunden auf dem Tacho. Ja, da wird es auch Downtime geben. Und ich habe es auch teilweise im Stream gespielt, was es auch ein wenig in die Länge gezogen hat. Aber es hat dennoch einen deutlichen Unterschied, was die Spielzeit angeht. Das Kämpfen fühlt sich eher meh an. Die Animationen und der Sound sind eher meh und wirken schon fast eher comichaft. Generell ging auch viel von der Düsterheit und vom Realismus flöten. Zudem kommt, dass das Spiel recht einfach auf normal ist. Ich muss nicht unbedingt ein schweres Spiel haben, aber Origins fand ich zum Beispiel in einigen Aspekten schwer, weil es deutlich mehr Tiefe hatte. Der Kampf in Origins war langsamer, ja, aber dafür hatte er sich einfach besser angefühlt und in kleineren Gegnergruppen konnte er bedrohlicher wirken und brauchte nicht wie Dragon Age 2 über 20 Gegner pro Spawnwelle und selbst dann war es ja nicht schwer. Josh Strife Hayes, ein wunderbarer YouTuber und Streamer, hat im Kontext eines Rollenspiels mal davon gesprochen, dass RPGs oft entweder auf Skill- oder Wertekämpfe gehen, also wie geschickt bin ich als Spieler oder ob die richtigen Statuswerte vorhanden sind. Bei Dragon Age 2 ist keines der Fall, was den Kampf eher langweilig macht. Dafür war die Story eigentlich ganz in Ordnung und ich mochte auch den bodenständigen Ansatz, dass wir kein merkwürdiger Auserwählter sind, sondern uns von einem Flüchtling richtig hocharbeiten konnten und gut in den Storyverlauf eingebaut wurden, sodass es sich auch sinnig angefühlt hat. Die Katastrophe rund um Kirkwall fühlt sich so an, als wäre es eine Sache, die halt überall passieren könnte. Es war schon was Schlimmes, ja, aber hier ging es nicht darum, die Welt zu retten, sondern es ging eher in Richtung eines Lokalhelden. Darüber hinaus sind die Charaktere im Spiel meistens richtig gut. Je mehr wir mit den Begleitern zu tun haben, desto mehr mögen oder hassen wir sie. Unsere Familie ist nicht nur ein Plotpoint, der am Anfang mal vorhanden war, sondern mit dir nach vorne schreitet. Und dann haben wir Varric. Er alleine ist gefühlt schon ein Grund, das Spiel zu spielen. Auch die Dialoge des Spiels sind oft top-notch. Es fühlt sich gut geschrieben und es hört sich sogar mit der deutschen Synchronausgabe, die an einigen Stellen echt nicht so toll ist, eigentlich richtig gut an.
Die Quests sind im Allgemeinen oft nur okay, nur die Gefährten- und die Story-Quests stechen wirklich heraus und da wir oft auch noch zu den gleichen Orten immer wieder hin müssen, um an den gleichen Stellen teilweise die gleichen Gegner zu bekämpfen, fühlt sich das ab und an wie Arbeit an. Dragon Age 2 versucht eine Pseudo-Semi-World zu sein, aber verkackt es komplett, diese zu füllen. Dragon Age Origins hatte feste Orte, aber selten mussten wir zweimal irgendwo hin. Die Orte hatten einen Sinn und einen Zweck und es fühlte sich nicht so belanglos an, wie es in Dragon Age 2 der Fall ist. Würde ich also empfehlen, Dragon Age 2 zu spielen. Ich habe gefühlt mehr gemeckert als gute Dinge genannt. Dennoch komme ich nicht drum herum zu denken, dass mir meine Zeit in Dragon Age 2 Spaß gemacht hat. Es hat ganz klar seine Baustellen, aber allgemein fühlt sich es vor allem durch die Story, Begleiter und Worldbuilding sehr gut an. Da es sogar mit dem gefühlt gestreckten Content doch relativ kurz für ein Rollenspiel ist, kann man da definitiv mal reinschauen. Im Steam Store kostet das Spiel noch ganze 30 Euro, daher würde ich auf einen Sale warten. Ich habe es im Angebot gekauft und dafür nur 7,50 Euro gezahlt. Ich denke, ich habe dann erstmal alles zum Spiel gesagt, was ich auch sagen wollte und damit kommen wir auch zum Ende dieses Videos. Ich bedanke mich sehr fürs Zusehen und wenn es euch gefallen hat, dann wäre ein Like und ein Abo ein Träumchen. Auch ein Kommentar, sei es Lob, Kritik oder allgemeines Feedback, ist sehr wünschenswert. Ansonsten kann ich euch nur noch zu Twitter, Discord, Twitch und andere Videos verweisen. Vor kurzem brachten wir ein Review zu Anno Mutationum raus und auch Manga-Reviews sind vorhanden, falls euch so etwas interessiert. Das war's aber jetzt wirklich mit mir. Vielen Dank fürs Zusehen und bis bald, euer Rockley. Bye bye.